Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pony Bridge. Ich habe die eine Brücke mit den drei LKWs nicht geschafft, jetzt bin ich gerade dabei, diese hier zu machen. Und da ich bislang den ganzen Tag gestern und jetzt so heute Morgen um 8 Uhr, nee, 7 Uhr was, nee, doch 8 Uhr ungefähr aufgestanden bin und weiter probiert habe, habe ich mir gedacht, schau ich nicht, die mit den drei LKWs, probiere ich die hier mit den vier Autos. Problem ist, ich habe nur drei Hydraulik. Zuerst habe ich mir gedacht, die ganze Schiene mal hoch, die Schiene, die ganze Straße hier oben und unten zu verschieben, dass die obere dann hier ist und die untere hier ist. Das habe ich nicht geschafft, ist mal zusammengebrochen. Jetzt habe ich mir gedacht, von wegen, ich mache das so, dass die hier so rüberfahren, der da oben springt und der dann so runterfällt. Und die dann, ja, halt irgendwie so mit einer Mechanik dann die beiden zusammengehen, dass der dann nach oben fährt und der dann hier nach unten fährt und der hier nach oben und der dann nach unten. Da bin ich jetzt irgendwie bei, an diese Mechanik eine Mechanik herauszufinden. Ja. Und das ist gar nicht mal so easy. Wenn ich vier Hydraulik hätte, das wäre dann easy gewesen, weil dann würde ich Hydraulik eine da reinsetzen und das zusammenzieht, eine hier reinsetzen, dann zieht er das hoch. Warte mal, wenn ich. Nee, das geht nicht. Und meine dann halt hier rein, was runterzieht und das zieht dann da hoch. So hätte ich mir das gedacht, wenn ich viel Hydraulik hätte. Aber habe ich nicht. Und mit drei Hydraulik. Ah! Geht das irgendwie auch nicht richtig. Ah, ich kann ja die zwei schon mal hier hinten probieren irgendwie. 30. Dass das vielleicht hier passt. Dann habe ich nicht nur noch hier vorne das Problem. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ja, so geht nicht. Auch Menno. Machen wir 20. 19, soll auch 20 sein, egal. Dieser 1% wird bestimmt nicht viel ausmachen. Der muss auf jeden Fall weiter höher. Wenn ich die Hydraulik verlängere, dann geht er ja nochmal höher. Das könnte ungefähr hinkommen. Vielleicht noch ein kleines Stück höher. Also probieren wir nochmal ein bisschen weiter runter zu ziehen. Vielleicht so. Ich probiere jetzt erstmal nur die rechte Seite hier aus. Die linke interessiert mich noch gar nicht. Und das könnte zum Beispiel passen. Der aber nicht. Der muss noch höher. Wäre mal wieder auf 30. 30% zusammenziehen. Oh ja, das sieht gut aus. Denke ich mal, dass es gut aussieht. Hoffe ich zumindest. Vielleicht kann man den noch ein bisschen verlängern. Ja, das geht auch noch. Damit der Absprung hier nicht so groß wird. Zack, zack. Oh, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Vielleicht den oben noch ein kleines Stück runter. Also, machen wir den hier noch mal ein bisschen länger. Ja, das können wir schon alles. Zack.
Sieht gut aus. Ah, okay, lass mal den mal. Jetzt müssen wir irgendwie probieren, dass die hier überkommt. Über Budget kein Problem. Wenn es nur das Sprüchen beim Budget ist, das kriegen wir nachher noch weg, wenn es passen sollte. Bang. Er reißt alles auseinander. Ah, falscher Knopf. Falscher Knopf. Wo bin ich denn hier? So, 40%. Let's go! Das sieht doch schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Aber mich nervt, dass der hier dann. Wie kriege ich das hin? Warte mal, wenn man das so hier macht, ziehen wir den mal ein bisschen weiter weg. Holz. Ich brauche Holz. Ich war außerdem gerade beim Arzt, habe mir neue Impfungen geben lassen. Meine Arme fühlen sich an wie Blei. Traurig. Wenn er den jetzt so wegzieht, gehen die dann vielleicht hoch und runter, zerreißt er das. Oder nee, das fällt runter. Erstens reißt das und das fällt runter. Ach, Menno. Was kann man denn noch machen? Vielleicht heißt das jetzt nicht ganz so doll, wenn die Balken länger sind. Ist er trotzdem. Das schwammelt zu doll rum. Map. Map. Er braucht irgendwie noch mal ein bisschen mehr Halt. Irgendwie. Stahl rein. Nehmen wir hier Holz. Ich glaube, das bringt aber nichts. Weil der knickt ja selber weg. Also wenn die Hydraulik angeht. Ja. Ach nee, das gibt's nicht. Ah. Das? Oh, da ist einer durchgefahren. Wir waren das Rohr. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. 20%. Ey, der obere, der sieht doch schon gut aus. Der kommt da nicht hoch. Dann müsste das also ein bisschen runter. Hm. Ja, okay. So. Los, fahr doch, du Luder. Nicht. Ja, will nicht. Und der hängt da irgendwie immer fest. Wenn ich das so noch ein bisschen rüber schiebe. Ach, jetzt hängt der da unten fest. Also es gibt drei Brücken, die ich noch nicht geschafft habe. Die einmal, obwohl ich denke, das hier ist eine sehr gute Methode, aber irgendwie klappt das nicht. Nehmen wir mal die Hydraulik 4. Probieren wir erstmal nur drei Autos rüber zu kriegen.
So, schauen wir uns das Ganze an. Die ersten beiden kommen hier rüber. Ah. Jetzt habe ich einen Schluck genommen und nicht gesehen, was passiert ist. So ein Mist. Auf jeden Fall zerrissen. Und die Hydraulik müsste auf jeden Fall dahin. Da, schon viel zu weit. 29. Wollte zwar 30 machen, aber 29 sieht auch gut aus. Oder hört sich gut an. Ob es gut aussieht, sehen wir jetzt. Ah, zu viel, zu viel. 10. Ist zu wenig. 15. Oh, jetzt hätte ich 20 nehmen müssen, ne? 29, 10. Na, dann schauen wir mal. Oh, ja. 22. Let's go! Oh, das sieht gut aus. Ah! Scheiße. Ich habe keine Hydraulik mehr. Jetzt müsste das eigentlich nach unten wegklappen. Das sieht doch schon mal nice aus. Yeah! Jetzt fehlt nur noch ein einziger. Alter Verwalter. Jo! Vielleicht reicht das so, wenn einfach so runterfällt. Na, dann bricht die ganze Brücke weg. Aber wenn ich das nun mal alles verstärke mit Stahl, habe ich kein Geld mehr. Das kann doch nicht sein. Ein Auto fehlt noch. Ein Auto. Der muss irgendwie hochgehen, sonst geht das nicht. Irgendwie muss das hochgehen. Das ist ja wieder Stahlträger dann in der Mitte. Oder? Das wackelt hier ein bisschen.
So, wie gesagt, ich brauche irgendwie eine Taktik, dass der runtergeht und der hochgeht. Mit einer Hydraulik. Mein Beste wäre ja eigentlich, wenn ich den hier einsetze. Aber dann hat das beides keinen Halt und beides klappt nur unten weg. Also. Wenn ich die Hydraulik hier wegnehme, setze die vielleicht hier rein. Mach hier. Holz rein. Dann zieht das nach hinten weg. Dann zieht er die rein. Aber das klappt dann alles nach unten weg. Okay, das war auch viel zu viel. Auf 26. Das wegzieht, geht das hier vielleicht zusammen und ja, so in etwa habe ich es mir gedacht. Aber der reißt das hier dann weg. Neunzehn vielleicht. Aber wieder auf 100%. Ah, 100, so. Nochmal versuchen. Okay. Also das wäre eigentlich jetzt die einzigste Methode, denke ich mal, die so eigentlich gehen würde. Nur. Warte mal, mach mal. Den hier weg, den weg. Hier weg. Machen wir einen Schritt rein. Da sieht es ein bisschen symmetrisch aus. Und jetzt machen wir hier eine Hydraulik rein. Ach, da reicht nicht ganz. Hallo, beweg dich da, du Bruder. Da will ich. So, jetzt gut rein. Okay. Nein, das reicht doch nicht. Hydraulik war 4. Nein, der geht nur bis dahin. Warte mal, wenn ich das Kreuz wegnehme, kann ich den vielleicht nochmal weiterziehen? Ja. Und dann kann ich jetzt wieder das Stahlkreuz reinsetzen. Ich denke mal, der reißt jetzt das hier weg. Oh, die Trolle ist ja noch auf 50. 20%. Aber der ist auch irgendwie das rumgeeiert. Prozent. Der muss irgendwie fester sein. Ja. Wie mache ich denn das jetzt so? Natürlich komplett ein bisschen durcheinander. Nee.
Ach nee. So klappt es. Aber das hier klappt nicht. Aber das reicht auch mit dem Holzkreuz dort. Das ist gut, so spare ich ein bisschen Geld. Jetzt muss ich halt nur noch herausfinden, wie ich das mache. Den hier weg haben. Straße. Ach, der weggeschoben. Naja, okay. War glaube ich so irgendwie. Wie kriege ich den jetzt noch darüber? Also entweder kriege ich den oder den rüber. Obwohl, den habe ich noch gar nicht rüber gekriegt. Ja, okay, 5 ist zu wenig. Da brauche ich 16 an. 16. Wenn wir den wegnehmen, dann fällt das nicht mehr runter. Noch was anderes gerade eingefallen, was ich vielleicht machen könnte. Dazu würde ich allerdings die alle aus Holz machen, weil ich brauche nämlich dann sehr viel Geld. Auf jeden Fall hält das schon mal so ein bisschen, ne? Und jetzt bräuchte ich dann ein Seil. Seil haben wir. Und es muss irgendwie rangezogen werden. Der geht nach da weg. Der geht nach da weg. Auf jeden Fall, ja. Das klappt nicht. Weil der geht nach unten weg, dadurch löst sich das Seil und er fällt runter.
bräuchte einen Punkt, der weiter weg geht. Warte mal, wenn ich die Hydraulik hier reinsetzen würde. Ich nehme hier jetzt einfach mal so einen Stahlträger. Mache da ein Kabel rein. Da ein Kabel rein. Und die Hydraulik hier rein. Mit, was waren das? 15%, glaube ich, ne? 16. Jetzt zieht das hoch und das zieht er weg. Und das zerreißt er. Mist. Ach, das sieht außerdem zusammen. Warte mal. Kann ich die Hydraulik nach oben hier reinsetzen? Kabel. 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 Jetzt brauche ich noch einen Punkt, dass er nicht umkippt. Nee, das geht hier nicht. Das müsste ich dann Hydraulik hier reinsetzen. Kabel da rein. Kabel da rein. Einen festen Punkt. Und der dann so weit wie möglich nach oben. Der feste Punkt sollte anscheinend nicht die Brücke sein. Also, die Hydraulik schon mal nicht an der Brücke befestigen. So. Zu weit weg. So, machen wir hier wieder das Holzdreieck rein. Das brauchen wir auf jeden Fall, weil da muss das Kabel befestigt werden. Und wir ziehen jetzt einfach hier mal. Ah, da ist der Ding jetzt drin, der Split. Straße. Holz. Wenn ich das jetzt hier mit Holz befestige, dann ist ja der Ding jetzt trotzdem an der Brücke. Traurig. Das wird, glaube ich, dann wieder nicht gehen. Traurig. Nach oben. Auch gar nicht die Mitte hier. Mensch. Geht das nicht in der Mitte? Was ist meine Brücke so schief? Egal. Hoffen wir mal, dass es klappt. Gehen wir doch von außen, dass es klappt. Oder? Immer. Sag das. Das hier nach unten geht, dann geht das auch runter. Der auch.
klar, wir brauchen auch noch einen festen Punkt. Ich habe das Gefühl, dass ich kurz vor der Lösung bin. Sieht jetzt alles ganz schön wackelig aus hier. Ach, ich habe die da oben noch auf Dinge stehen lassen. Ja, 49 müssen reichen. Aber jetzt. Hier. Aber jetzt komm schon. Ich weiß es nicht, aber ich denke, so in der Art werde ich jetzt noch mal weiter probieren. Ich werde euch morgen dann die Lösung zeigen, und wenn ich es schaffe, weil bei der Einbruch habe ich es auch nicht geschafft. Also, ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Leider habe ich mal wieder nichts geschafft, nichts auf die Kette gekriegt, aber ich denke mal, morgen habt ihr die Lösung, weil ich denke mal, das ist der richtige Weg. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.